Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zur Legacy Challenge. Wenn ich mich nicht täusche, sind wir jetzt bei Part 8, meine ich. So, die beiden sind noch gerade arbeiten, aber ich wollte das hier live mit aufnehmen, dass Marco befördert wird. Ich glaube, Rosie noch nicht. Nee, da fehlt noch ein bisschen. Marco geht danach noch ein bisschen was aufbauen für seine Jobleistung. Er muss irgendwie beim Theater helfen. So, und 401, das ist die Simoleons, die sie verdient haben. Ja, sehr gut. Sehr gut. Er verdient immer noch so wenig. Er ist jetzt schon bei Stufe. Ach so, er ist jetzt auch bei Stufe 3. Okay, sie auch. Ja, aber sie verdient ein bisschen mehr. Aber egal, ich möchte mich nicht beschweren. Okay, jetzt braucht er auch Beziehung zu seinen Bandmitgliedern. Und Gitarre, wie viel braucht er denn jetzt? Ach Gott, noch 3 Punkte. Gut, Rosie kommt nach Hause. Dann ist mal was. Tofu-Filet-Steak. Wie bringe ich ihr denn jetzt weiter die Kochfähigkeit bei? Sie muss halt dann muss halt Essen machen, ne? Weil wenn es halt eh nichts kostet. Oh, wir können Gemüserollen machen. Mach das mal. Mach das mal vorher. Nein. Nein. Du isst erst was. So. Tofu-Filet-Steak, Abendessen, Gemüserollen. Achso, warte, nee, mach mal hier. Habe ich jetzt auf Abendessen serviert? Ich weiß es gerade gar nicht. Okay, er hilft beim Aufbau. Dann kannst du auch wiederkommen und meinetwegen das Steak essen. Um die Pflanzen kann man uns leider gerade auch nicht kümmern. Es ist halt schon Herbst und es wird morgen Winter. Ja, da müssen wir erstmal den Winter abwarten, bis die Pflanzen wieder auftauen. So, wir können ein bisschen hier weiterbauen. Ein bisschen weiterbauen. So. Wie machen wir das denn jetzt? Vielleicht machen wir auch hier einfach. Machen wir das hier so offen hin, dass wir halt die Küche und noch ein kleines Wohnzimmer haben. Dann kann die Wand nämlich weg. Wie viel sind das? 240, 350. Das passt nicht. Okay, dann machen wir das wieder zurück. Machen wir das zurück. Wobei, warte. Moment, wir machen das so. So. Okay. Dann machen wir hier eine Wand fürs Schlafzimmer hin. Dann haben wir hier zumindest so einen kleinen Flur, irgendwie was. Ich würde die Küche noch in eine Wand dann nach da versetzen, aber das ist ja alles noch Zeit. Okay, du machst. Oh, was ist das denn? Unfertiger Raum. Ja, es tut mir leid. Vielleicht können wir, die Wände sind halt ziemlich teuer und der Raum ist gerade ziemlich groß. Ich glaube, das passt nicht, oder? 120, ja doch, komm, machen wir das so. Meckert sie jetzt weniger rum? Ja, perfekt. Perfekt. So, du müsstest auch morgen bearbeitet werden, befördert werden. Und du musst morgen gar nicht arbeiten. Okay, ich glaube, er kriegt aber tatsächlich auch ein paar Simoleons dafür. Das wäre schön, wenn er morgen nicht arbeiten muss. Kannst du den Napf schon füllen? Ja, dann mach das mal. Das wünscht er sich nämlich. Ach, das war's jetzt? Oh, okay, ich hätte gedacht, das dauert ein bisschen länger mit den Gemüserollen. Gut, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Aber egal. Gut, kümmere dich nochmal ganz kurz um Georgie. Die arme Katze ist hier mal so einsam. Aber sitzt halt auch den ganzen Tag alleine rum, ne? Mama Spaß haben. Und dann kannst du nochmal hier ein bisschen säubern. Dann sieht das hier nicht aus wie bei Hempels unterm Sofa. Kannst du das auch aufräumen und dann gehst du schlafen. Also wie lange brauchst du denn noch? Ach nee, schade. Er kriegt doch keine Simoleons dafür. Naja, dann nicht. Dann nicht. So, ich glaube. Gut, ich hatte jetzt überlegt, wann die beiden denn mal anfangen zu heiraten und Kinder zu kriegen, aber das Haus ist halt noch ziemlich unfertig. Hallo, Spiel? Aber wenn wir das vielleicht erstmal hier haben, dann könnte zumindest ja ein kleines Babybett oder sowas dahin. Das fände ich sehr schön. Müssen wir noch mal überlegen, wie ich das mache mit der Hochzeit. Wo und wann die heiraten. Wie wir das machen. Wobei ich möchte das vielleicht sogar lieber für den Frühling oder so verschieben. Im Winter ist das nicht so toll. Können wir vielleicht draußen irgendwo hingehen, vielleicht auch hier auf dem Grundstück, wenn er dann auch seine Bandkollegen, zu denen eine gute Beziehung hat. Ich habe ihm jetzt auch mal dieses Stardust-Mädchen
gegeben. Das habe ich tatsächlich noch nie einem Sim gegeben und ich dachte mir, er soll halt so ein bisschen dieser, er ist ja eh freundlich und dadurch fällt es ihm halt leichter, genau, leichter Freunde zu finden und sowas. Dass er halt quasi so ein bisschen der coole Rockstar wird, der halt viele Freunde hat, sich gut mit seinen Kollegen versteht auf der Arbeit und so ein bisschen da eben so der Star des Büros ist. Das fände ich ganz cool. Dass wir dann auch hier mal Partys feiern können, dass er die dann auch zur Hochzeit einlädt und so. Dass wir hier ein paar Leute haben. So, was wünschst du dir da? Nein. Level 5 der Musikkarriere erreichen. Ja, das können wir die Einladung. Ach, er wünscht sich da auch noch Jermaine als Freund. Wo ist er denn? Ist es schon zu spät zum Plaudern wahrscheinlich? Ja, du bist müde. Du bist müde. Dann geh schlafen. Mach dich. Oh, die Katze ist schon wieder im Weg, glaube ich. Georgie, ich habe dir ein Bett gekauft. Wieso benutzt du das nicht? So, Georgie, du darfst jetzt hier hinten in der dunklen Ecke schlafen. Warte mal, der Napf kann. Das machen wir mal hier hin. Warum benutzt du das blöde Bett nicht? Du schläfst immer so komisch da in der Ecke. Aufhängen. Verschwinde. Miau. Warte, geh mal hier hin. Kannst du die Katze rufen? Oder ist die Entfernung zu gering? Ja. So. Tier. Georgie, geh da weg. Spielen. Jag sie da weg. Spielerisch. Mach das. Und dann geh schlafen. Was hast du schon wieder? Angeekelt. Wegen ekelhaftem Essen. Ja. Was hast du denn gegessen? Tofu-Fies. Ach, das ist schon schlecht geworden. Das tut mir leid. Oder? Ich weiß es nicht. So, perfekt. Jag die Katze da weg. Und jetzt geh schlafen. Schnell. Die Katze da sich wieder hinlegt. Ah. Leg dich schlafen. Warum hast du eigentlich so Klempnersachen an? Ist das dein Karriereoutfit? Bühnenarbeiter, ja, das kann sein. Gemüseschnitzerin. So, sie wird dann morgen auch befördert. Das ist ja schön. Aber sie hat halt so super wenig Punkte im Kochen. Aber sie braucht halt auch schon super viel, okay. Aber das kann sie ja morgen noch ein bisschen auf Arbeit lernen. Das befördert und dann können wir uns vielleicht auch ein Kochbuch leisten. Wobei ich noch nicht weiß, ob ich dafür wirklich von ins Haus gehen möchte. Okay, ich spule dann mal ganz kurz vor, bis die beiden aufgewacht sind. So, der nächste Morgen ist angebrochen und die beiden wachen gleich auf und Marco müffelt ein bisschen. Ich sehe gerade, ich wollte ihm noch sein Bart ändern, wo ich das gerade so sehe. Aber dafür brauchen wir erst einen Spiegel. Ich möchte das über den Spiegel machen. Und ich habe gerade festgestellt, dass Georgies Katzenklo und der Kratzbaum noch draußen im Regen stehen. Das sollte ich vielleicht auch mal reinstellen, die arme Katze. So, Katzenklo. Da spielt sie gerade noch dran. Und ich habe noch was festgestellt. Der Jermaine ist tatsächlich Markus' Chef. Von daher würde ich den gleich einfach mal einladen. Oder zumindest mit ihm plaudern. Dann kann er sich mit ihm anfreunden. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, wenn das sein Chef ist. So, Rosie ist schon wach und irgendwas müffelt schon wieder im Kühlschrank. Das geht so super schnell, aber wir haben halt auch einen super schlechten Kühlschrank. Vielleicht können wir uns auch noch mal. Wie teuer ist denn? Wie teuer ist denn? Oh, warte, wir hängen erstmal. Ich hätte hier hinten gerne noch eine Lampe. Wie teuer ist denn so ein Mülleimer? Können wir uns da schon einen leisten? 25, ja komm, den stellen wir mal hier hin. Der sieht ja super schön aus. Was wünschst du dir? Ein neues Rezept kaufen. Ja, das machen wir noch alles. So, ich glaube, danach wollte ich nochmal gerne mit ihr gucken, ob wir vielleicht wieder Glück haben und wir wieder ein paar Pflanzen haben, die wir sammeln können. Zumindest eine, dann können wir ihr da auch den Wunsch erfüllen. Das wäre schön. Nope, hier ist nix. Oh, sehr gut, da haben wir eine. Ein Gänseblümchen, da, das wird gepflückt. Haben wir hier noch was? Zufällig? Blümsken? Ist ja jetzt nur die eine. Da haben wir ja richtig Glück gehabt. Schade. Die bringen immer so gut Geld. Nee. Hast du denn hier noch Kürbisse oder so, die du pflücken kannst? Wo war das denn? Ach, jetzt ist das Herbstfest weg. Jetzt geht das nicht mehr, ne? Ja, schade. Hier stehen auch super viele Heuballen. Heu verteilen.
Okay, wir haben tatsächlich nur die eine Blume. Schauen wir mal, wie viel das Gänseblümchen wert ist. Aber dann können wir immer den einen Wunsch erfüllen. Wie viel bringt das denn? 500. Das ist doch gar nicht schlecht. Oh, da. Fang die Schmetterlinge. Oh nein, jetzt sind sie verschwunden. Ach, wie blöd. Ach, das ist Markus' altes Haus. Ist hier schon jemand anders eingezogen? Nee. Hier wohnt niemand. Vielleicht lassen wir da nochmal wen einziehen. Fang. So. Ach, jetzt sind sie wieder da. Kommt her. Kommt her, kommt her. Fangen. So. Haben wir noch Blümchen zufällig? Nein, nein, nein. Keine Blümsken. Na nett. So, Marco, bist du schon wach? Nein. Nein. So, dann plauder erstmal ein bisschen mit ihm. Ich glaube, er möchte so noch nicht vorbeikommen. Wir haben quasi gar keine Beziehung zu ihm. Dann kannst du Reste essen. Und dann kannst du immer versuchen, ihn einzuladen. Nach Hause einladen. Vielleicht möchte er ja kommen. Wer weiß. So, pflück deine Pflanze da. Okay. Wie viel bist du wert? 5 Simoleons. Wow, das hat sich ja richtig gelohnt. Wann kommt denn eigentlich wieder die Rechnung? Wir hatten schon so super lange keine Rechnung mehr. Du kannst doch eigentlich noch mal ein bisschen an deiner Gitarrenfähigkeit arbeiten. Ach, wobei, warte mal. Halt, stopp. Wir haben doch hier das noch. Vielleicht können wir das heute machen. Ach nee, sonntags ging das, glaube ich, nicht. Da war was. Kann man das Montag machen? Wobei, Montag musst du wieder arbeiten, ne? Mittwoch. Mittwoch können wir das machen. Letzte Frist, Mittwoch 17 Uhr, das passt. Das passt. Können wir Mittwoch dahin? Montag, Dienstag, Mittwoch, sehr gut. Ich darf das nur nicht vergessen. Das wäre blöd. Okay, sie hat die Schmetterlinge gefangen. Was mir gerade einfällt, wir können ja theoretisch mal, schau mal hier, vielleicht gibt es da ja sogar Kochbücher. Da habe ich noch gar nicht geschaut. Marco, Marco, Marco. Plauder mit deinem Chef. Was machst du da? Kalte Dusche, ja. Wir arbeiten hier dran. Bist du denn? Oh, ich hoffe ja, dass wenn wir mal Kinder bekommen, dass sie seine Augen erben. Dreh dich doch hier nicht so weg. Mensch, wo bist du denn? Da. Nein. Ah. So. Jetzt darfst du plaudern. Aber was hat er denn für ein cooles T-Shirt an? Da war ein Motorradfahrer drauf. Aber sein Bart muss weg, der gefällt mir nicht so. Oh ja, das können wir machen. Was hast du denn hier? Na komm, machen wir mal das weg. Und du wünschst das wahrscheinlich auch. Ja. So, dann schauen wir mal. Hast du hier irgendwo zufällig Kochbücher? Was ist denn hier los? Viele Leute. Etwas lesen. Nope. Ups, hier vielleicht. Geschicklichkeit, Kochen Band 2. Perfekt. Sehr gut. Wer ist denn hier so? Wer bist du denn? Benny Hasenstab. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Was zur Hölle? Das sieht aus, als ob sie. Hat sie so einen Kuchenesswettbewerb gemacht? Oh mein Gott. Gertrude Hasenstab, ist das deine Frau? Was habt ihr gemacht? So. Marco plaudert mit seinem Chef, das ist gut. Wie sieht eure Beziehung aus? Schon ein bisschen besser vielleicht? Wo ist er denn? Da. Ja, so ein ganz kleines bisschen. Okay, dann hängen wir mal Festbeleuchtung auf. Was sieht denn schön aus an diesem tristen Haus? Oh mein Gott, was ist mit dem Dach los? Das sieht behämmert aus. Das machen wir mal ein bisschen niedriger. So. Oh, das sieht so traurig aus mit dem Klo hier. Okay, Festtagsbeleuchtung hängend. Violett? Oh nee, 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 nee. Das passt nicht zum Haus. Gelb? Ich glaube, ich werde wahrscheinlich eh wieder die mehrfarbig machen, weil ich die einfach am schönsten finde. Warum sieht denn das? Es gefällt mir nicht. Irgendwie mit dem Dach. Was kann man denn da für eine andere Farbe nehmen? Immer sowas.
Strohdach, Stahldach. Nee. Oder das. Entschuldigung. Ach nee, irgendwie. Das sieht so doof aus mit der Wand. Immer das. Sieht das nicht ganz so trist aus? Ja, na gut, ich habe es mir irgendwie ein bisschen schöner vorgestellt, aber das Haus sieht natürlich halt auch noch sehr beknackt aus. Die Fahrgemeinschaft für Rosie fährt in einer Stunde. Ja, warte mal. Haben wir vielleicht irgendwie schon ein paar Steinwände oder so? Fliesen, Tapete, Täfelung, Mauern. Irgendwas, ein bisschen was Schöneres, was wir da hinmachen können? Nee, das sieht doof aus. Nee, es gefällt mir nicht. Verkleidung vielleicht? Nee, das sieht doof aus. Ist alles so teuer. Na, ich weiß nicht. Ach nee, 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 nee. Nee, das machen wir wann anders. Vielleicht bauen wir erstmal Fenster rein. Das sieht so irgendwie alles ein bisschen komisch aus. Ach, jetzt ist ja das. Warte mal, haben wir das Fenster da noch? Jetzt fällt es mir gerade ein. Ich habe da jetzt Wände hingezogen. Tatsächlich. Können wir mal nach hier vorne machen. So. Wie teuer sind die? 75. Ach komm, jetzt haben wir da sogar schon zwei Fenster. Können wir das eine ein bisschen rüberhängen? Bisschen rüber. Dann haben wir hier auch noch ein Fenster. So. Es wird langsam, es wird. Vielleicht sieht es ja jetzt schon mal ein bisschen besser aus. Ich schau mal eben. Ja, zumindest ein bisschen. Ein bisschen. Hier noch ein Fenster hin oder so. Es sieht halt irgendwie total komisch aus. Aber egal. Jeder fängt mal kleiner. So. Okay, was machst du? Essen, das darfst du. Mal gucken, ob dein Chef dann vorbeikommen möchte. Du lernst noch? Was hast du denn? Wie viel fehlt dir noch? Ach, noch eine ganze Menge. Ich würde ihr gerne auch dieses schneller Lerner kaufen. Wie teuer ist das denn? Irgendwie dauert das bei ihr so super lange. Multitalent, genau das meinte ich eigentlich mit dem besser werden im Job. Was ist das denn? 15.000. Das ist nicht so wenig. Müssen wir noch ein bisschen sparen. So, Jermaine, möchtest du vorbeikommen? Und uns in unserem bescheidenen Hütchen besuchen? Ach, das war klar. Gut, dann plauder noch so ein bisschen mit ihm. Wo sind denn deine anderen Bandkollegen? Hier ist einer, da ist der andere. Marley Williams. Achso, warte, du musst zur Arbeit. Geh zur Arbeit bitte und mach Kochkunst üben. Ja, das darfst du. Dann dürfte sie heute auch befördert werden. Das ist toll. So. Kümmere dich mal um deine Beziehungen hier, Bandmitglieder. Ja, das sieht nicht so rosig aus. Ja, das Klo sieht auch so super eklig aus. Das war's jetzt schon? Länger habt ihr nicht geplaudert? Lad ihn mal ein. Einladen nach. Vielleicht möchte er irgendwo. Hä? Was hupt hier die Fahrgemeinschaft? Sie ist doch schon da. Stress mal nicht so rum hier, ja? Bitte. Danke. Okay, vielleicht möchte er ja irgendwo anders hin eingeladen werden. Ah, wo können wir ihn denn mal einladen? Hier war doch so ein komischer Wildwood Saloon. Können wir da mal hin? Und? Ja, sehr gut. Dann geh da mal hin. Beweg dich, beweg dich. Warum steigt das nicht? Bist du noch nicht auf der Arbeit? Doch jetzt, sehr gut. Wie viel hast du denn jetzt gelernt? Kaum was gefühlt. Hör, wieso braucht er denn keine Gitarren-Dings mehr? Gitarre? Hä? Hä? Okay, das war gerade ein bisschen buggy. 3 Punkte braucht er da auch noch. Ah, oh, was wünschst du dir? Gehaltserhöhung bekommen, ja. Das können wir dir einloggen. Wann musst du wieder arbeiten? Morgen um 16 Uhr. Okay. Oh, was ist das denn? Warum läuft hier so komische Musik?
Anscheinend steigt die Party heute Abend woanders. Ja, ich sehe es. Wow, hier ist ja echt nichts los. Da steht nicht mal ein Typ hinter der Bar. Ah, doch. Doch, doch. So, da ist Jermaine. Nein, nein. Jermaine, Jermaine, bleib stehen. Halt, stopp. Oh, begrüßen. Begrüß ihn mal. Ach, die Musik ist ja schrecklich. Kann ich die umstellen? Wo kommt die denn her? Wo kommt die Musik her? Da. Überspringen. Was ist das denn für Musik, Mann? Da kann doch keiner zur Party machen. Na schade, ich kann leider nicht die Musikrichtung ändern. Nein. Nein, nein. Niedrig. So. Ist das nicht so penetrant? Okay. Stopp. Stopp. Freundlich nach Sternzeichen fragen, machen wir mal. Kannst sie mal ein bisschen kennenlernen. Und bitten, Band zu gründen. Das kann man machen. Für Beförderung danken. Ja, das kann man machen. Ich weiß gar nicht, ob bei ihm jetzt auch das für Bandkollegen hochgeht. Wahrscheinlich nicht. Könnte ich mir vorstellen. Oder? Ich weiß es nicht. Wir testen es einfach mal. So, dann kannst du ja mal freundlich plaudern. Plaudern ist immer gut. Und lustig sein. Willst du über die Arbeit machen? Dann könnt ihr vielleicht woanders hingehen. Irgendwie ist das doof hier. Was gibt es denn hier noch? Was ist das denn? In der Friedhof? Nee. Doch. Das ist eine Kapelle. Vielleicht kann man da heiraten. Kann ich da reingucken? Ich muss das mal anschauen. Weil es sieht ein bisschen gruselig aus. Auf dem Friedhof heiraten ist vielleicht auch nicht so die beste Idee. Okay. Ach, da ist unser Häuschen. Warte. Wo können wir denn hingehen? Vielleicht hier rüber, irgendwo, wo die Party steigt. Das finde ich auch total cool. Vielleicht gehen wir mal dahin. Tropico Lounge besuchen. Mitgruppe besuchen. Ja, perfekt. Machen wir das. So, freundet euch an. Freundet euch an. Es steigt nicht. Vielleicht müssen wir uns da echt mit den anderen auseinandersetzen. Aber das wollte ich ja eh noch machen. Ich wollte das. Wer bist du eigentlich? Venus Ranking. Dass wir uns mit denen gut verstehen. Dass sie dann so Bros werden. Coole Band sind. Genießt Musik. Diesen Beat kann man einfach nur genießen. Na gut, wenn es ihm gefällt. Wenn es ihm gefällt. So, wie lange arbeitest du eigentlich noch? Du hast ja gerade erst angefangen. Bis 21 Uhr. Aber sie wird befördert. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, ich spule mal ein bisschen vor hier. Geht mal zur Lounge. Oh, die Musik ist schon wieder so laut. Los, facht. Facht, wie geht's dir eigentlich? Dir geht's noch gut, das ist toll. Duft eines neuen Autos. Ich denke, ich werde mal gehen. Nein! Nein! Warum? Tu das nicht. Fahrt schneller, fahrt schneller. Begib dich zur Party und hilf beim Catering, bevor die Zeit abläuft. Simon, jetzt das machen wir. Das machen wir beim Catering helfen. So. Wehe, du haust jetzt einfach ab. Dann köpfe ich dich. Warum rennst du denn da runter? Hui, hier geht's ab. Das Lokal des Abends ist ausfindig gemacht. Ja, perfekt. So, was kannst du denn machen? Ehrgeizig, über Arbeit diskutieren. Das kommt immer gut an. In einem Club. Über Arbeit und Politik zu diskutieren. Das macht man gerne. Hey, warum bist du denn jetzt da unten lang gerannt? Was ist denn mit dir? Sei da noch mal ein bisschen lustig. Und, ja, ey. Wollt ihr mich verarschen? Warum läuft denn jetzt hier derselbe Scheiß? Oh nein, Mann, was ist denn los hier? Aber hier ist auch kein Schwein. Wo geht denn hier bitte die Party ab? Okay, ist auch noch ein bisschen früh. Vielleicht kommen ja alle später, wer weiß. So, ich möchte das mal ausprobieren. Bitten Band zu. Wobei wir sind noch nicht befreundet. Vielleicht sollten wir erst befreundet sein. Promi-Tratsch. Nein, nein, geht der? Oh, geht nicht. Geht nicht, oder? Nein, alles gut. Alles gut. Okay, oh, Spezial. Von Musikschwärmen. Könnt ihr euch jetzt mal bitte hier anfreunden? Dann machen wir es einfach trotzdem.
Ist mir egal, wir probieren es jetzt mal. Bitten beiden zu gründen. Margot hat erfahren, dass Holden arbeitslos ist. Wer zur Hölle ist Holden? Du da? Hä? Und? Nein! Ah! Oh, wir haben eine Band, spuckenden Lamas. Ja, komm, wir lassen den Namen mal. Bands sind für Sims eine tolle Methode, um gemeinsam Musik zu machen und vielleicht sogar Ruhm und Reichtum zu erlangen. Möchtest du gerne mehr über Bands erfahren später? Sind jetzt in der gleichen Band? Boah, das habe ich noch nie gemacht. Marco Monte hat eine Band gegründet und ist bereit, die Bühne zu rocken. Dieser Augenblick ist der Beginn vieler musikalischer Erinnerungen. Yeah, das ist die Chance, meinen Eltern zu beweisen, dass es sich lohnt, in einer Band zu spielen. Wow, und was müssen wir jetzt machen? Zusammen tanzen, mach das mal. Überreden zu, was können wir da jetzt machen? Baby machen mit? Was? Band! Hä, wie cool. Was machen wir jetzt damit? Können wir jetzt zusammen jammen oder... was soll ich jetzt machen? Tanz mal, genau. Tanz noch mal ein bisschen mit ihm. Dann kannst du dir mal zur Feier des Abends einen Drink genehmigen. Eine Runde ausgeben. Machen wir das mal. Ne? Müssen uns ja hier Freunde machen in der Stadt. Oh, sie ist... Ach, wir haben schon 21 Uhr. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ging jetzt aber schnell. Und sie wurde befördert. Ups, das wollte ich nicht. Herzlichen Glückwunsch. 47 die Stunde. Ja, nice. Nice, nice. So, du möchtest kochen weiter... ausbauen, das können wir gerne machen. Wer bist du? Nein. 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 Nach Hause fahren. Ja, mach das mal. Ich wollte mit dir auch noch super gerne in diese Lounge gehen. Beziehungsweise in irgendeine. Aber das Problem ist halt, sie arbeitet halt immer super lange. Und morgens steckt da halt noch keine Party. Das hat sie dann mal frei. Mittwoch erst. Ja, vielleicht gehen wir dann irgendwann mal dahin. 47 Stunden. Ja, sehr toll. Das freut mich. Das freut mich. Was brauchst du denn jetzt alles? Chefsache, Kollegen und Kochen. Ach, jo, da müssen wir erstmal eine Weile dran arbeiten. Dann fahr erstmal nach Hause. Ihr tanzt noch. Gebt mal eine Runde aus hier. Aber ihr könnt noch ein bisschen tanzen. So. Dann. Nein. Darf Marco sich jetzt tanzend verabschieden? Denn der Part ist an dieser Stelle auch schon wieder vorbei. Ich habe jetzt mal ein bisschen länger gemacht. Ja, dann bedanke ich mich wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Und... wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Hä? Ach, genau. Wir sind jetzt wahrscheinlich Freunde. Das hat er sich ja gewünscht. Ja, sehr toll. Gut, dann bis zum nächsten Mal.